Yo, 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 Mario Schmidt-Wendling, Sisu-Training.de, heute die 188 von 365, der sogenannte Stoffwechsel-Booster. Vier Punkte, die man beachten soll. Ich bin ein bisschen schwachsinnig, aber ich bin auch total übermüdet wieder mal. Erster Punkt, Frühstück nicht auslassen, denn wenn ihr, egal ob ihr einen harten Trainingstag gehabt habt oder nicht, am nächsten Morgen aufwacht, so ist der Stoffwechsel eigentlich immer ziemlich unten. Und wer da keine Nahrung von außen zuführt zu dem Zeitpunkt, der läuft Gefahr, dass der Stoffwechsel SW abkürzt, den ganzen Tag unten bleibt. Und deswegen kurbelt das Essen, was ihr morgens zu euch nehmt, entsprechend auch den Stoffwechsel an. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, alle 3 Stunden was essen. Dadurch ist der BZ, also Blutzucker, eher konstant. Kleine Portionen essen soll nicht heißen, dass ihr alle 3 Stunden eine Schweinshaxe esst. So eine kleine Portion, primär Low Carb, beziehungsweise immer belastungsangepasst. Wenn ihr ein hartes Intervalltraining habt, dann entsprechend auch mit Kohlenhydraten arbeiten, aber wenn ihr jetzt in lockerer Grundlagen Ausdauerfahrt, Ausdauerlauf macht, dann weniger Kohlenhydrate konsumieren. Dritter Punkt, immer wieder auch Protein einbauen, möglichst fettfreies Protein. Ich habe es mal die Beine-Regel genannt. Je weniger Beine das Tier hat, desto günstiger ist es. Also Fisch hat gar keine Beine, das ist die höchste qualitative Proteinquelle. Und dann alles, was 2 Beine hat, sprich Turkey oder Hühnchen oder sowas, hat immer auch oder Truthahn, hat wenig Beine oder 2 Beine nur in dem Fall. Und deswegen ist es immer zu bevorzugen, den Tieren, die 4 Beine gegenüber haben. Vierter Punkt, Trainingsform, Intervalltraining, Krafttraining, Zirkeltraining. Das sind Trainingsformen, die das sogenannte Excess Post-Exercise Oxygen Consumption, kurz EPOC, so ein bisschen anheben. EPOC beschreibt den Zustand, dass nach dem Training über einen Zeitraum X über das Training hinaus noch Kalorien verbrannt werden. Und da kann man über die Form des Trainings relativ viel steuern. Wer diese 3 Trainingseinheiten oder Trainingsformen mehrere Male in der Woche durchführt, der wird einen höheren oder einen besser funktionierenden Stoffwechsel haben, als diejenigen, die einfach nur immer nur permanent den ganzen Tag oder die ganze Woche im Grundlagen-Rumgelulle-Bereich unterwegs sind. 4 Punkte, relativ simpel in der Umsetzung. Morgen geht's weiter mit der 189. Ciao!